Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Heute ein neues Video in aller Frische, wie ihr wisst, selbst gekauft. Und auch ich, ja, ich tue mich jetzt mal outen, ich trinke ab und zu auch mal Energy-Drink. Ja, und zwar Red Bull. Und zwar Kokos-Blaubeere. Das wäre dann der hier. Leicht gekühlt, immer noch das Beste, für mich zumindest. Ja. Ich bin aber auch bei der Sorte hängen geblieben. Und was soll ich euch sagen? Da ich immer mal was Neues probieren möchte und auch für euch mal was Neues bringen möchte, also von euch die Weltboxen, dies, das, Ananas, Kochvideos, Backvideos und so weiter, ihr wisst schon, Chaos halb war. Wollte ich halt mal die zwei Büchsen, eigentlich drei, sind es normalerweise von Montana Black verkosten. Und ja, was soll ich euch sagen? Hab mich auf den Weg gemacht. Die Verkäuferin war gleich überfordert. Nicht wegen mir, sondern weil die eine Sorte gleich weg war. Von den anderen zwei Sorten, die ich im Überfluss noch bekommen hätte können, war noch genug da. Ja. Somit sind es also plus 2 geworden bei mir heute. Und ja, was soll ich euch sagen? Einmal die hier. Und einmal die hier. Schon zur Größe muss ich sagen, das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Ja. Dann das Design. Hat er sich ja richtig viel einfallen lassen. Ohne Scheiß. Wirklich. Vielen Dank. Gefällt mir sehr gut. Ja. Das Matte vor allen Dingen ist mal was ganz Neues. Vor allen Dingen das Beste. Hier sind 500 ml drin. Ja. Ich kenne zwar keinen, der sich 500 ml mit immer reinballert, aber es gibt immer irgendjemand, der es schafft und auch macht. Also ich definitiv nicht. Wie gesagt, ich werde es heute mal verkosten, die zwei Büchsen. Sollte ich noch irgendwann mal eine andere kriegen, die dritte Sorte kriegen, werde ich die in einem Short oder einem anderen Video auch verkosten. Ja? Denn jeder Klick zählt. Und wo wir gleich mal dabei sind, abonnieren ist richtig schon wichtig. Also Leute, ihr wisst, was ich meine. Ja? Dann die Glocke aktivieren, das ist auch wichtig. Und einen wohlfühlenden Kommentar zum jetzigen Video. Auf geht's, Leute! Ja, was soll ich euch sagen? Die verkosten jetzt mal die rote. Ich hoffe mal, dass jetzt nicht gleich losgeht. Ich habe mich genug Videos schon angeguckt, wo das Ganze nämlich. Ich glaube, Tanzverbot war das, der das aufgemacht hat und gleich kam hier eine riesen Fontäne raus. Ja, da spart keinen Bock drauf. Ja. Und wenn, es wird so hochgeladen, wie es ist. Also nicht verändert, so wie es ist. Ja. Nee. Doch. Nee, doch nicht. Raspberry Cheesecake Geschmack. Na dann, Prost, Monte. Und danke für deine viele Arbeit, dein vieles Geld, was du da reingesteckt hast. Und ich hoffe, dass du noch weitere Sorten an uns lieferst, weil das ist einfach nur göttlich. Laut deiner Aussage. Und mal sehen, was jetzt bei mir rauskommt. Werden wir sehen. Also bei mir auf jeden Fall eine 9 von 10 Punkten. Ja.
sehr gut. Man schmeckt auch richtig als den Cheesecake raus. Als wenn man ein Stückchen davon im Mund hat. Ja. Ich für meinen Teil würde ihn mir auf jeden Fall wieder kaufen. Muss ihn aber vorher nochmal kühl lagern. Ja. Ist aber nicht das Problem. Am Geschmack ändert sich bestimmt nichts. Ja. Es ist halt meine Meinung. Punkt. Ja. Er riecht doch hervorragend. Also kann ich bloß jeden raten. Kaufen Leute, kauft, kauft, kauft. Und lasst mir noch eine übrig. Oder auch drei. Oder halt eine Kiste. Ja. Oder von jedem eine Kiste. Werden wir sehen. So, dann gehen wir mal zum Blueberry Coconut Geschmack. Und mal sehen. Da kam es schon ein bisschen raus bei der roten. Mal sehen, was jetzt hier passiert. Wie gesagt, ich habe die nicht geschüttet, auch nicht kühl gelagert, sondern ich habe sie gekauft und irgendwo hingestellt. Nein, nichts. Was ich aber jetzt noch anmerken muss, bei dem roten, du hast noch ein bisschen nachbrennen. Nicht böse gemeint, absolut nicht und auch nicht negativ. Ja? Du hast so leichten Geschmack immer noch im Mund, eine ganze Weile noch, obwohl du eigentlich schon längst hintergeschluckt hast, alles. Ja? Ist auf jeden Fall nicht negativ gemeint. Ja? Gefällt mir. Weil bei dem hier, zum Beispiel, trinken, weg. Bei dem hast du das noch, also ich merke das gerade bei mir, ja, das hast du noch im Mund. Ja, als wenn du gerade erst was getrunken hast. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Der riecht auf jeden Fall ja, wir werden sehen. Okay. Also der Coconut ist, naja, gewöhnungsbedürftig, sag ich mal so. Ohne jetzt irgendjemand anzugreifen. Oder, ja. Es ist halt gewöhnlich. Ich muss den nochmal kalt probieren. Ja. Vielleicht liegt es daran. Wie gesagt, ich habe den gekauft und dann irgendwo in die Ecke gestellt. Punkt. Ja. Es ist, wie es ist. Er hat so einen leichten Nachgeschmack. Ich weiß aber jetzt nicht, zu welches Getränk ich das jetzt einordnen müsste. Vielleicht mache ich noch ein Video irgendwann, wenn ich es weiß. Ja, dann vergleiche ich das mal mit anderen. Der Geschmack ist leicht säuerlich. Süß, ein wenig, könnte mir auf Dauer aufgefallen, aber halt ein bisschen kühler muss das sein. Wie gesagt, es liegt an mir. Ja. Ich greife damit keinen an. Ja. Ich persönlich finde es hervorragend, ja. Alle zwei, und würde sie mir auf jeden Fall wieder kaufen. Ja. So wie dazu. Oh. Und dann Prost. Also, ich komme nicht drauf, ich habe es auf der Zunge, aber ich komme nicht drauf, welchen Geschmack. Da gibt es irgendeine Sorte, ob das Saft ist oder irgendwas anderes. Ich habe das Geschmack, ich habe das, sowas ähnliches habe ich schon mal getrunken. Irgendwann fällt das wieder ein. Naja, egal.
Was mir aber jetzt einfällt, das Video ist zu Ende. Mein Resultat. Man muss gut aufstoßen davon. Daumen hoch. Von allen beiden. Wie gesagt, mein Resultat, meine Resonanz zu allen zwei. Zu dem Roten, man hat danach noch lange Zeit den Geschmack von Cheesecake im Mund. Finde ich hervorragend. Ist leicht süßlich und müsste leicht gekühlt sein, dann schmeckt er bestimmt noch besser. Ja. Bei dem Clown, bei dem hier, komme ich nicht ganz klar damit. Weil ich, wie ich schon gesagt habe, da sind Geschmäcker, also da sind Sachen drin, die mir irgendwo bekannt herkommen. Von irgendeinem Getränk. Ja. Die ich aber jetzt nicht zuordnen kann. Aber trotzdem ist der auf jeden Fall nicht schlecht. Ja. Das will ich damit nicht sagen. Auf gar keinen Fall. Ja. Auch der müsste gekühlt sein. Und dann könnte er wahrscheinlich auch besser schmecken. Tut aber den beiden jetzt keinen Abbruch, wenn ich ihn jetzt irgendwo hinstelle und so trinke, ja? So wie ich ihn jetzt gerade gemacht habe. Oder so wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Ja? Was will ich damit sagen? Alle beide hervorragend, kreiert, kredenzt. Danke nochmal an Monte, ja, für seine hervorragende Arbeit. Er hat auf jeden Fall ins Blaue getroffen damit. Und bin gespannt, was noch für welche kommen, Geschmacksrichtungen kommen. Ja. Und somit bin ich also erstmal raus. Gehabt euch wohl in eurer Silberquelle. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, ihr wisst ja, wo ich zu finden bin. Bei Insta oder bei YouTube. Also, somit bei eurer Silberquelle.